Begrüßt mit mir Christina Hacker vom Vorstand des Umweltinstituts in München. Vielen Dank für die Einladung zunächst mal. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitstreiter, liebe Kämpfer für 100% erneuerbare Energien. Es hat eigentlich alles so vielversprechend angefangen. Um die Jahrtausendwende haben Bürgerinnen und Bürger die Energiewende begonnen. Sie haben es selbst in die Hand genommen und haben Solaranlagen auf die Dächer gebaut und Windräder aufgestellt. Denn auf eine Wende mit den großen Vieren hätten wir lange warten können. Nicht Sie, sondern die Bürgerinnen und die Energiegenossenschaften haben das bewerkstelligt. Heute kommt bereits jede zweite Kilowattstunde Ökostrom aus Bürgeranlagen. Das sind fast 50%. Das ist vor allen Dingen viermal so viel wie der Anteil der Konzerne, die gerade mal mit 12% daran beteiligt sind. Das ist ein beschämendes Ergebnis. Ja, was läuft? Wir alle, wir haben den Grundstein dazu gelegt. Mit einer frühen, starken Anti-Atomkraftbewegung, die bereits 1973, also vor 40 Jahren bereits, das AKW in Bühl verhindert hat, den ersten großen Erfolg damit gehabt hat. Nach Tschernobyl und ein weiteres Mal nach Fukushima haben wir einen kräftigen Schub nochmal erlebt. Und wir haben es schließlich geschafft, selbst die Betonköpfe der Atomparteien dazu zu bewegen, aus der Atomkraft auszusteigen. Wir haben sie in die Knie gezwungen. Und euch allen, die ihr daran beteiligt wart, ein herzliches Dankeschön. Der Siegeszug der Erneuerbaren in Deutschland ist einzigartig. Wir haben heute bereits einen Ökostromanteil von 27%. Und sogar das Umweltbundesamt hat bereits 2010 prognostiziert, dass wir es schaffen werden, einen vollständigen Umbau des Energiesystems hin zu Erneuerbaren in Deutschland bis 2050 zu ermöglichen. Das ist unser Ziel und das ist auch machbar. Denn nur so erreichen wir eine nachhaltige Energieversorgung, die auch unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Zukunft garantieren können. Stattdessen müssen wir heute zuschauen, wie die Regierung nicht nur sehenden Auges, sondern vorsätzlich die Energiewende abwirkt und sogar an die Wand fährt. Doch wir lassen uns unsere Folge nicht kaputt machen von den Ewiggestrigen, die nur Macht und Geld vor Augen haben und den Willen der Bürgerinnen und Bürger zugunsten der Interessen der Industrie und der Großkonzerne einfach ignorieren. Wer nun gehofft hat, dass mit dem Ausscheiden der FDP, den großen Blockierer der Erneuerbaren, es nun alles besser wird, der ist nun bitter enttäuscht. Statt einem zügigen Ausbau der Erneuerbaren bekommen sie nun einen Deckel verpasst, damit die Atom- und Kohlewirtschaft noch lange und dicke Gewinne abschöpfen können. Bei den Windanlagen an Land wird drastisch gekürzt. In Zukunft werden also nur noch windreiche Standorte wirtschaftlich sein. Das ist das Aus für den Ausbau in Deutschland. Dagegen wird Offshore-Wind weiterhin kräftig gefördert. Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Großen überleben sollen und die Kleinen auf der Strecke bleiben sollen. Es kommt noch dreister. Die Konzerne schrecken nicht einmal davor zurück, ihre Forderungen der Regierung in den Koalitionsvertrag zu diktieren. So soll ein Passus auf RWE und E.ON zurückgehen, nämlich, dass Ökostromerzeuger künftig einen Grundlastanteil ihrer Maximalanspeisung garantieren müssen.
Das würde bedeuten, dass Ökostromproduzenten, zum Beispiel bei Windflaute oder wenig Sonnenschein, gezwungen wären, Strom zukaufen zu müssen. Und das noch von fossilen Energien. Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten und stellt die Energiewende direkt auf den Kopf. Und weil es immer noch nicht reicht, soll RWE als Zuckerl trotz Atomausstiegsbeschluss jetzt auch noch eine Leistungserhöhung für Deutschlands größtes und gefährlichstes AKW im schwäbischen Gundremmingen erfahren, bekommen. Diese Leistungserhöhung ist bereits gutachterlich als nicht genehmigungsfähig bewertet worden. Das ist unverantwortlich, das darf nicht genehmigt werden. Frau Merkel, Atomausstieg schaut ganz anders aus. Wir brauchen keine Atomkraft, wir brauchen keine Kohle und wir brauchen auch kein Fracking. Was wir brauchen, ist eine nachhaltige, dezentrale Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen. Und deshalb fordern wir die neue Regierung auf. Gebt Vollgas beim Ausbau der Erneuerbaren, anstatt sie auszubremsen. Zeigt Mut gegenüber den gierigen Konzernen, anstatt sie ständig zu beschenken. Und nicht zuletzt, zeigt mehr Respekt vor euren Wählerinnen und Wählern, die mit großer Mehrheit die Energiewende wollen. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf, bevor 100% Versorgung aus Erneuerbaren und 0% aus der Atomkraft sind. Und mit euch zusammen werden wir es schaffen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christina Hacker vom Umweltinstitut in München.